Buy the dip. Jetzt ist eine tolle Kaufgelegenheit. Alles ist jetzt günstiger. Stimmt das? Solltest du jetzt wirklich so vorgehen? Die eine Seite ist euphorisch und sagt buy the dip, die andere ist jetzt schon vollkommen panisch. Aber im Prinzip macht vielleicht keine der beiden Seiten das Richtige. Da macht mir gerade einiges Sorgen am Markt. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance. Denn wie du weißt, Finance ist easy. Vielleicht erstmal zum Anfang, was gerade überhaupt abgeht. Die Aktien haben den schlechtesten Jahresstart seit 2016 hingelegt. Ausgelöst wurde das Ganze durch verschiedene Gründe. Grund 1, durch die Zentralbank natürlich und ihre enormen Konjunkturprogramme, die sie in den ersten Monaten der Pandemie begonnen hat und eben jetzt zurückfahren will. Gebündelt das Ganze mit Lieferengpässen, Mangel an Arbeitskräften und erhöhter Nachfrage, was alles natürlich zu einer erheblichen Inflation geführt hat, die wohl eindeutig höher und dramatischer ist, als die Fed zu Beginn erwartet hätte. Und das ist auch noch ein großes Problem, steigt. Was zu einem zweiten Punkt führt. Das Risiko bei Investitionen nimmt ab. Das nennt man auch Risk-Off. Zuletzt sahen wir niedrige Zinssätze, die, wie es auch üblich ist, bei den Anlegern dann natürlich dazu geführt haben, mehr Risiko bei ihren Investments einzugehen. Hat natürlich dann auch dazu geführt, dass immer mehr Menschen mehr Risiko eingegangen sind, als sie überhaupt bedienen konnten. Hier meine ich jetzt, dass viel einfach zum Teil auf Kredit investiert wurde. Was in einer Situation, in der Zinsen dann aber erhöht werden, natürlich das Ganze nochmal verschlechtert. Ändert sich jetzt das Bild, so ändert sich auch die Auswahl der Investments von den Anlegern. Und das ist nämlich der springende Punkt, die Risikobereitschaft nimmt ab. Und genau das können wir jetzt ganz extrem bei den Tech-Werten sehen. Denn in einer Phase, die jetzt ist, in der Anleger jetzt eher auch Sicherheit haben wollen, dann geht man eben eher auf risikoärmere Anlageklassen und investiert sein Geld nicht in risikovolle Anlageklassen wie beispielsweise Tech-Werte und Krypto, sondern eben eher auf vermeintlich sichere Sektoren und Anlageklassen Dollar, Cash. Hinzu kommt, dass das Geld eben da rausgezogen wird, also aus Tech-Werten, beispielsweise dadurch, weil dort eben auch viele Gewinne erwirtschaftet wurden in der Zeit. Man holt das Geld ja immer daraus, wo viele Gewinne sind und nicht aus Bereichen, wo der Markt einfach generell schon wenig Gewinne mitgenommen hat oder mitnehmen könnte. Ein dritter Auslöser ist das zu geringe Wirtschaftswachstum, was wir einfach momentan feststellen können. Nach einem kräftigen Aufschwung im Jahr 2021 steht aktuell die Weltwirtschaft einfach vor einer deutlichen Verlangsamung. Ausgelöst durch neue Bedrohungen von Covid-19-Varianten, dem Anstieg der Inflation, Verschuldung und natürlich der Einkommensungleichheit. Die steigende Inflation, die ich gerade schon angesprochen habe, dann natürlich die Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen, die dadurch ja nochmal besonders getroffen werden. Da muss man natürlich sagen, das führt alles natürlich dazu, dass auch die Geldpolitik eingeschränkt wird und die Ausgaben der Einzelnen natürlich deutlich geringerer ist. Man kann also eigentlich alles in allem sagen, der Mantel, der Wirtschaftsmantel quasi, ist zu groß und die Wirtschaft wächst nicht richtig rein. Die Erholung in den Schwellenländern, die ich auch tatsächlich in dem Report Anfang des Jahres, der ja auch für jeden zugänglich war, veröffentlicht habe, die könnte natürlich dadurch auch erheblich gefährdet werden. Es wird, um euch da mal ein generelles Bild quasi vor Augen zu führen, grob erwartet, dass das globale Wachstum von 5,5 war das im Jahr 2021, in diesem Jahr 4,1% erreichen wird und im Jahr 2023 tatsächlich auf 3,2% sich verlangsamen wird. Der ein oder andere, der tiefer in der Materie drin ist, kann das Ganze auch jetzt schon erkennen. Jüngste Beispiele sind beispielsweise bekannte Aktien Netflix und Peloton, die jetzt vor kurzem ihre Quartalzahlen veröffentlicht haben und ein abfallendes Wachstum bzw. abfallenden Absatz am Markt ja verzeichnen konnten, weshalb der Markt die Aktien dieser Unternehmen dann noch stark abverkauft hat. Wie gesagt, das sind zwei Beispiele. Man muss sich da natürlich dann immer fragen, wie das Ganze aussieht, wenn man eben auf breiter Front ja ein abschwächendes Wachstum eben erkennen kann und was dann die Anleger eben machen würden. Das Bild könnte sich also weiter fortsetzen, weil man auch tatsächlich sagen muss, dass der Nachholbedarf, den es eben vom Jahr 2020 gibt, der ist in gewisser Weise abgebaut. Beispiel, hast du einmal ein Netflix-Abo, brauchst du jetzt nicht unbedingt ein zweites. Kommen wir aber zurück zu uns einzelnen Individuen, was noch weiter gerade wirtschaftlich bei uns passiert. Denn wir alle sind mit erheblichen Problemen konfrontiert. Ich denke, ihr merkt es auch, wenn ihr eure Rechnungen anschaut, Preissteigerung, steigende Inflation, die Lieferengpässe,
hohe Energiepreise, das alles führt dazu, dass wir einfach auf breiter Front mit höheren Preisen konfrontiert werden. Wenn dann im Umkehrschluss die Löhne da natürlich nicht hinterherkommen, dann muss man natürlich sagen, können wir einfach schlichtweg uns weniger Produkte und Dinge kaufen, als wir es vorher mit dem gleichen Einkommen jetzt haben. Im Prinzip ist dann alles oder tritt dann alles in Kombination ein, Arbeitskräftemangel, kommt dann auch noch hinzu, wo dann die Unternehmen auch wieder dran zu knacken haben. Denn man muss da natürlich sagen, wenn gerade jetzt beispielsweise im IT-Sektor ist da eine erhebliche Knappheit und die Unternehmen suchen erheblich nach Arbeitnehmern. Das kommt dann auch noch hinzu. Das ist natürlich, falls du in diesem Bereich tätig bist, als Rolle des Arbeitnehmers, kann dir das natürlich zugutekommen. Bist du aber nicht in diesem Segment tätig und lediglich in der Rolle des Investors, kann das natürlich wieder einen Nachteil haben, denn durch erhöhte Ausgaben der Unternehmen werden natürlich im Umkehrschluss die Margen gedrückt. Solange die Unternehmen das eben nicht wieder an uns Endverbrauchern abgeben können. Das ist aber, das ist der springende Punkt, eben auch nur bei Unternehmen möglich, die Preissetzungsmacht haben, also ein bestimmtes Monopol haben oder eben einzigartig in einer Nische sind. Bei gerade kleinen Unternehmen ist das manchmal schwierig und dem bleibt nichts anderes übrig. Und all das, muss man natürlich sagen, wird gebündelt und ist das aktuelle Problem. Viele Anleger sehen da erhebliche Probleme, wir tatsächlich auch, für die Zukunft und haben deswegen auch teils enorme Gewinne mitgenommen. Nicht nur bei Aktien, sondern eben auch bei Kryptowährungen. Die Unsicherheit über das, was sich da, ich sag jetzt mal, zusammenbraut, veranlasst viele Anleger einfach, einen sichereren Weg einzuschlagen als bisher. Vielleicht ein bisschen zu warten und eher zu gucken, wo der Markt oder wo es einfach wirtschaftlich hingeht und dann spannendere Investmentchancen zu suchen. Hinzu kommt auch einfach, dass man ja sagen kann, dass es vielleicht teilweise auch so ist, dass der Profit, der am Aktienmarkt beispielsweise erwirtschaftet wurde, vielleicht jetzt teilweise in der Wirtschaft bei den Leuten für andere Dinge eingesetzt wird. Beispielsweise bei uns Individuen jetzt, dass die Leute sagen, okay, ich muss ein bisschen aus dem Markt ziehen, weil ich einfach jetzt mit höheren Preisen an anderer Stelle konfrontiert werde. Stromrechnung beispielsweise. Dies konnten wir jetzt nicht bei den Einzelindividuen, aber generell auch schon beim Bitcoin im März 2020 sehen, als die Leute auch panisch verkauft haben, weil viele halt einfach glaubten, mehr Geld zu brauchen. So viel jetzt also zum groben Background, was die Vergangenheit anbetrifft. Dort stehen wir jetzt mit einem erheblichen Unterschied zum März 2020, der Geldmengenausweitung bzw. jetzt eben der Verringerung. Und genau das ist wahrscheinlich der Aspekt, den viele Anleger wohlmöglich nicht auf dem Schirm haben bei der These Buy the Dip. Wir haben die letzten Tage auch unzählige Nachrichten und Fragen bekommen. Sei es jetzt bei unserem Coaching, aber auch auf Instagram. Kaufen, verkaufen, warten, bis die Märkte noch weiter unten sind, sich komplett von Werten trennen. Ich kann ganz ehrlich sagen, man merkt hier ganz klar, dass viele Investoren emotional einfach noch sehr ungefestigt sind und nicht rational an die Sache herangehen. So etwas merkt man meist nicht, wenn die Märkte seitwärts verlaufen oder nach oben gehen. Ändert sich das Bild drastisch in die ein oder eben andere Richtung, so merkt man dann sehr, sehr schnell die Erfahrungen der einzelnen Marktteilnehmer und natürlich auch die Gedanken derer bzw. die Emotionen derer. Es ist meiner Meinung nach jetzt schon ein sehr, sehr hohes Angstniveau am Markt und das bei den bisherigen Kursen. Da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, wieso ich das so unterstreiche quasi. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Ängstlichen, und auf der anderen Seite sehe ich viele sehr euphorische und optimistische Anleger, die glauben, dass sich das Blatt so schnell wieder wendet, wie es im Jahr 2020 der Fall war. Und ich möchte hier auch eins klarstellen nochmal. Wir sind auch nicht immer zu 100% rational, wir treffen auch Fehlentscheidungen, wir liegen auch falsch. Das ist vollkommen menschlich, das ist vollkommen okay, daraus zu lernen und sich selbst zu reflektieren, seine Fehler sich einzugestehen, ist wahrscheinlich gerade in so einer Situation besonders wichtig. Manche Sachen passieren, gerade in solchen Situationen passieren vielleicht auch mal ein paar mehr Sachen. Haken dran ist vorbei und vor allem Lehren draus ziehen. Weiter geht's mit dem Investieren und der Geldanlage. Kein Fehler, den du jetzt vielleicht machst, weil du generell ein doch recht emotionaler Mensch bist. Kein Fehler, kann ich dir sagen, ist es wert, dass du dich damit pflegst und dass das dich einfach davor abhält, dein Geld zu investieren. Das würde dich auf Dauer lähmen und das muss einfach nicht sein. Ich bin optimistisch. Ich glaube, dass diese Zeit für jeden von uns klar negative Elemente beinhaltet, muss man ganz klar sagen, aber auch eben viel Positives beinhalten könnte. Was
Und das ist der springende Punkt, wir alle nutzen sollten. Ein wahrer Investor zu werden, ist einfach, wenn die Börse nach oben geht, ganz klar. Wenn schwierige Zeiten sind, dann kristallisiert sich meiner Meinung nach auch erst richtig raus, wer gut dabei ist und wer Lust auch hat, sich weiterzuentwickeln, beispielsweise durch die Easy Finance Academy. Und was wir auch feststellen konnten und was man auch einfach sagen kann, dadurch werden auch die Makel im Portfolio vielleicht ein bisschen besser sichtbar. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und, und. Wir werden allesamt auf jeden Fall jetzt Stärke zeigen müssen, keine Frage. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, zusammen, sei es über Instagram, im Coaching oder wie auch immer, lernt man die Geldanlage neu kennen, bildet sich weiter. So wird man das Ganze dann auch auf jeden Fall wuppen können. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will das Ganze auch nicht schönreden. Weil auch gerade zukünftig gesehen, was bei der Fed vorgeht und wirtschaftlich vorgeht, sollte man sich Gedanken machen. Auf jeden Fall, man sollte jetzt nicht der Schönmaler des Jahrtages sein oder wie auch immer man das formulieren soll, man soll es auch nicht zu negativ sehen. Es gibt Leute, die bereits jetzt hohe Buchverluste ertragen müssen. Ich kann ganz ehrlich sagen, auch die letzten Krisen, wenn man jetzt schon das Ganze eine Krise nennen möchte, denn wir sind auf jeden Fall noch weit von den vergangenen Krisen entfernt. Aber auch da, das hat viele Leute in die Verzweiflung gebracht. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal einen guten Investor, gut aufgestelltes Portfolio, Familienvater, investiert schon jahrelang, diversifiziert, macht prinzipiell eigentlich alles richtig, bleibt seiner Strategie treu. Auch den trifft es jetzt. Der hat hohe Summen investiert, möchte vielleicht für seine Kinder investieren. Dass da jetzt natürlich mentale Probleme jetzt schon aufkommen, ist total legitim. Wenn man da auf der anderen Seite dann vielleicht jetzt jemanden nimmt, der vielleicht jünger ist, ein Student, Anfang, Mitte 20 und ein paar hundert Euro in Einzelaktien oder in ETFs steckt, der hat natürlich nominal einen ganz anderen Verlust. Trotz alledem sollte euch das auch immer klar sein, wenn ihr mit eurer Meinung nach außen tragt. Das ist mir ganz wichtig, weil gerade in solchen Zeiten, wie es jetzt ist, werden Meinungen sehr, sehr häufig dann natürlich auch kundgegeben und da sollte man natürlich dann auch immer gucken, in was für einer Situation man sich jetzt schon befindet und wie man an andere Individuen jetzt schon herantreten kann. Denn man muss ganz ehrlich sagen, wenn der Markt schwankt, sind einfach viele Emotionen am Markt zu erkennen. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das gerade für die Neulinge oder zumindest diejenigen, die noch keinen großen Crash miterlebt haben, jetzt interessant sein kann und das natürlich besonders die jetzt schauen müssen, wie sie sich emotional da aufstellen. Vielleicht zeigt uns die kommende Zeit Fehler auf von dir, von mir, von anderen, die man antizipieren kann, die man in sein integrieren kann und jetzt schon für sein Leben quasi bei der Geldanlage anwenden kann. Wahrscheinlich werden sich die ein oder anderen danach vielleicht auch ganz anders aufstellen. Das ist ja auch möglich. Man muss ganz ehrlich auch sagen, niemand kann den Markt timen. Klar, es gibt Anzeichen und die gab es eben auch in diesem Fall. Bin ich auch, wie gesagt, gerade schon drauf eingegangen. Deswegen haben auch wir frühzeitig neue Investmentstrategien entwickelt und fahren seit einigen Wochen, tatsächlich glaube ich auch Monaten, schon einen anderen Weg, haben auch unseren Coaching-Teilnehmer schon andere Strategien quasi beigebracht. Auch wir haben Gewinne mitgenommen und richten uns jetzt eher auf andere, momentan für uns lukrativere Strategien. Wir können aber auch sagen, dass wir vielleicht ein bisschen das Glück hatten, beziehungsweise uns generell immer antizyklisch schon aufgestellt haben und wir natürlich deswegen schon früh, wie gesagt, gesehen haben, dass der Tech-Sektor, dass da ein Crash kommen könnte, aber das Ganze natürlich auch eben durch andere Anlageklassen ausgeglichen wird. Obwohl natürlich auch die anderen Positionen, Sektoren und Märkte momentan natürlich nicht so gut laufen. Damit müssen wir natürlich auch kämpfen. Viele Anlageklassen sind momentan stark gesunken. Deswegen wissen wir auch, dass es in gewisser Weise momentan ein Ertragen ist. Ja, ist auch für uns manchmal nicht einfach. Man guckt ins Portfolio, eine sechsstellige Summe weniger, guckt ins nächste, ähnliches Bild. Alles nicht so klasse, nicht easy, keine Frage. Aber damit muss man umgehen. Das sind jetzt quasi so ein bisschen die Leute, die damit Probleme haben. Es gibt aber noch eine andere Gruppe an Menschen. Und zwar die extrem euphorischen, die jetzt schon schreien, buy the dip, solange der Markt jetzt noch so günstig ist. Da gehen momentan bei mir viele Alarmglocken an, weil ich finde, dass es doch sehr aggressiv diese Meinung jetzt schon in den Köpfen eingebrannt ist. Ich glaube, dass viele Anleger die aktuelle Situation einfach zu stark mit 2020 vergleichen, als die Märkte auch crashten. Damals sah die Notenbankpolitik nur einfach gänzlich anders aus. Es wurde quantitative Easing betrieben und Mengen an Geld gelangen in den Markt und konnten somit dann natürlich auch wieder den Aktienmarkt zum Aufschwung verleiten. Das Bild sieht jetzt
jedoch ganz anders aus. Denn die Fed will nun das Geld aus dem Markt ziehen, sei es durch Zinsanhebung oder durch Tapering. Man muss also einfach verstehen, dass wir ein anderes Fundament haben und andere wirtschaftlichen Gegebenheiten, die natürlich auch daran angeknüpft, ein anderes Handeln mit sich ziehen. Und ich glaube, dass dieses Verständnis die ein oder andere noch nicht beachten. Und die Fed, um es so hart zu sagen, ist vielleicht diesmal nicht der Glücksbringer der Aktienmärkte, sondern vielleicht eher der böse Teufel. Weshalb der Slogan Sell the Rally am Markt sich in den letzten Tagen etabliert hat und vielleicht für mich auch der deutlich sinnigere Slogan ist. Wie gesagt, das Ganze muss man jetzt nicht antizipieren. Gerade bei langfristigen Investoren, die am Anfang stehen, kann das Ganze zu Verwirrung führen. Da muss ich sagen, guck stringent auf deine Ziele, halt dich daran. Versuch jetzt nicht investieren und spekulieren zu vermischen, sondern bleib da stringent. Falls du Fragen haben solltest, kannst du dich auch jederzeit an uns wenden, in die Kommentare, Instagram oder ansonsten. Ich weiß, dass das jetzt natürlich gerade für Anfänger ein bisschen schwierig ist. Am Ende ist mir wichtig, nochmal eines zu sagen. Niemand weiß, was passieren wird und vor allem, wann es passieren wird. Natürlich kann man sich grob die Notenbankpolitik anschauen, kann grob überlegen, was passieren könnte, und das tun wir auch Tag für Tag. Ich weiß aber nicht, wann was passieren wird, wann es wieder besser geht. Wann es einzelne Sektoren betrifft, das weiß einfach niemand. Und nur weil die Märkte dann vielleicht wieder steigen, heißt das nicht, dass es alle Werte tun. Nicht jede beispielsweise Aktie muss wieder steigen, wenn einfach der fundamentale Wert dem nicht entspricht. Aber natürlich solltest du jetzt nicht, und das sage ich dir mit roten Ausrufungszeichen oder einfach sehr stringent, du solltest bitte nicht dein Geld jetzt einfach rausziehen und gar nicht mehr investieren wollen. Oder wenn du mit dem Investieren starten willst, jetzt aufgrund dessen nicht anfangen, weil du jetzt so unsicher bist. Geh, und das ist mein Tipp für alle Neulinge, die jetzt anfangen, aber auch für generell für die Leute, geht mit kleinen Tranchen in den Markt. Klar, man kann jetzt grob überlegen, wie gesagt, was passieren kann, aber man sollte nicht das ein oder andere Extreme jetzt so extrem glauben. Blendet dramatische Headlines aus. Die Leute wollen einfach nur Cash machen. Es ist einfach so. Strategietreu bleiben und weiter investieren ist häufig der sinnigste Weg. Klar, es mag gruselig erscheinen, wenn man sich einzelne Werte und Indizes anschaut. Es ist aber auch noch weit davon entfernt, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Klar sind die Werte jetzt im Wochenstart gesunken, auf jeden Fall. Schaut euch aber mal einfach bei euren Investments den 6-Monaten-Chart an. Da kann ich euch sagen, dass die eigentlich extrem gecrashten Kandidaten noch weit im Plus sind. 20-30% zum Beispiel beim S&P 500. Und im 5-Jahres-Chart ist das Ganze noch viel drastischer. Es sieht also wirklich noch alles sehr gut aus. Also kein Grund zur extremen Panik in sämtliche Richtungen. Klar ist das ein Anzeichen und ein Trend, der sich fortsetzen kann, wird, wie schon erwähnt, ich habe euch die wirtschaftlichen Sachen gesagt, ich kann euch aber einfach sagen, das richtige Mindset, eine gute Strategie, Durchhaltevermögen und vor allem die Lust jetzt auch daraus zu lernen, das wird dir im Prinzip helfen. Ich will euch nur aufzeigen, jetzt erstmal ein wenig ruhig zu bleiben, denn Ruhe bringt eigentlich im Prinzip häufig am meisten. Das alles sollte auf jeden Fall beobachtet werden und man sollte wachsam bleiben. Aber jetzt panisch, euphorisch, auf einmal panisch werden oder euphorisch werden, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Nichtsdestotrotz, es gelten auch in dieser Phase quasi altbewährte Regeln, beispielsweise Kosten schmälern die Rendite. Ich glaube, ich muss es euch nicht sagen. Solche Kosten sollten direkt beispielsweise durch ein Online-Bankkonto gemieden werden, wie es zum Beispiel Nuri bietet. Denn dort habt ihr ein deutsches Bankkonto und Online-Banking mit einer kostenlosen Debitcard mit unbegrenzten kostenfreien Abhebungen. Da verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox einen Link, den ihr nutzen könnt. Wie gesagt, altbekannte Regeln gelten. Bleibt an eurer Strategie fest. Ich weiß, dass es jetzt alles gerade für Einsteiger, die jetzt frisch am Markt sind, nicht so schön ist, aber wie gesagt, von einer richtigen Krise sind wir noch weit entfernt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch ein bisschen Mut machen konnte, die Augen öffnen konnte, wo wir momentan wirtschaftlich stehen, wo ihr auch emotional vielleicht stehen solltet. Wie gesagt, mir macht das Ganze ein bisschen Panik, dass jetzt schon so extreme Zeichen in die eine oder andere Richtung zu erkennen sind. Man muss sich da ja auch immer fragen, wenn das Ganze noch weiter nach unten geht, wie die Leute dann reagieren. Wie gesagt, da mache ich mir einfach Gedanken. Aber ansonsten würde ich mich oder würden wir uns immer freuen, wenn ihr uns folgen würdet, abonnieren würdet, sagt man ja so hier bei YouTube, und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Nathalie.